Hallo dir, liebe Divinitus TV Zuseher. Heute bin ich im Bezirk Neunkirchen beim Illusion im Studio von Die, wo die News-Sendungen draht werden. Und er wird uns ein bisschen was über sein Album erzählen, was extrem fett ist, was extrem fair. Weil du und der Casper, eure zwei Alben, habe ich den Sommer wirklich am meisten gefeiert. Gut. Und deswegen auch der Grund, dass wir ein Interview mit euch, also mit dir führen. Mhm. Ja. Du bist aus Neunkirchen, genau. Illusion, ja. Stiege 44, genau. Ausgleich. Genau. Eh schon ein alter Zoderer, ne? Land dabei. Nein, nur weniger, mehr oder weniger. Ja, der Album, morgen. Genau. Soll ich gleich morgen jeder kaufen? Am besten heute noch, ich meine, die Geschäfte haben schon zu, leider, aber brecht's ein. Na, morgen, sie haben super bis ausgestreut. Ganz genau. Und am Morgen soll ich es kaufen. Stimmt, Montagmorgen stimmt. In den Laden rennen und nach morgen suchen, oder? Ganz genau, fix. Ja. Albumarbeit, wie lange hat es denn gedauert? Puh, die Albumarbeit dauert meistens länger, als sie dauern müsste, sagen wir das einmal so. Also es ist durch das, dass man halt nebst behackelt und so, insgesamt 2 Jahre gebraucht. Also jetzt rein fürs Musikalische waren es ein Jahr, was ich immer tun dann habe. Also ab dem Studio reingefahren zum Psycho, Texte geschrieben, Cuts aufgenommen beim Bernie, also Bernie die Cuts aufgenommen. Und ja, und ein Jahr dann halt mehr oder weniger mal umgeschissen, bis es dann gemastert war, bis das Cover fertig war, bis die Vertriebswege fertig waren. Und ja, also insgesamt 2 Jahre kann man sagen, es hat sich aber ausgezogen. Also ich bin auch sehr zufrieden mit dem Teil, muss ich sagen. Es steckt da sehr viel Arbeit dahinter. Man, bei jedem Album steckt immer eine Menge Arbeit dahinter, ne? Aber in deinem, sag ich mal wirklich, du hast echt viel, also wenn sich die Leute das auch machen, du erreichst du damit wirklich viel Leute. Wenn sie es wirklich anrufen, das Album, ja, und der geht dann in die Tracks, kann sich ja damit versetzen in die Stories, was du da drin hast. Weil du ich hoffe es. Na, du rappst ja nicht jetzt, weiß ich nicht, nur Party hin und her. Du bist eher der Rapper, der was ein bisschen, wo die Welt verbessern will, ne? So quasi. Ja, verbessern, also die Welt verbessern. Die Welt verbessern ist sicher schwierig und es ist in dem Fall nicht meine Absicht. Also es ist, ich will einfach die Leute zum Nachdenken bringen. Weißt? Also jeder muss seine eigene Welt verbessern. Also es passiert sicher nichts. Aber in den Album hört man auch viel solche Sachen. Ganz genau. Nein, ich würde die Leute, wie gesagt, zum Nachdenken anregen. So, also ja. Es ist, wir leben halt in einem reichen Land im Westen, wo wir alles haben und selbst Leute, die bei uns nichts arbeiten, haben eigentlich genug. Also zumindest eine Wohnung, Substanzen, mit denen sie sich zumachen können, von Alkohol bis Z, mehr oder weniger. Ja, jeder hat ein Dach über den Kopf und das ist etwas, wo man, ja, wo man nicht froh drüber sein sollte, in dem Sinn einerseits schon, aber was man halt auf jeden Fall respektieren sollte. Ja, weißt, andere Menschen und andere Leute, denen es nicht so gut geht, nicht mit Füßen treten, nur damit es uns besser geht und einfach wegschauen. Das ist halt einfach das, was ich auch mit der Musik vermitteln will, dass die Leute einfach die Augen aufmachen und ein bisschen mehr nachdenken und nicht jeden Scheiß glauben, den es auf Zeit im Bild spielt, sondern einfach sich mal hinsetzen, man hat viele Möglichkeiten, man hat Internet, man hat alles Mögliche und einfach die Sachen hinterfragen und sich eigene Meinung bilden. Und das will ich eigentlich mit der Musik bezwecken. Also das, jeder sollte sich genau anschauen, was für Scheiße einem da eingedreht wird. Beim Anhören vom Album habe ich richtig gemerkt, dass da komplett ein ganz anderes Flair ist von den Beats her. Nicht so richtig typisch, wie du es einmal kennst von den anderen Producern, sondern es ist wirklich die Creme de la Creme oben. Ja, Fitmeller, Brank. Ja. Also ich muss sagen, da kann ich mich wirklich glücklich schätzen. Also es ist echt ein Geschenk, mit den drei Typen zusammenarbeiten zu dürfen. Also Syk, Meller, Brank, menschlich gesehen super Typen. Also man hat echt so viel Spaß mit denen. Also ich lache bei jeder Session Training. Echt so lustig, die Burschen. Und auch sehr professionell in einer Zusammenarbeit. Also mit Tagzeit auch, es ist, du setzt dich hin und arrangierst stundenlang mit anderen Beats, huchst stundenlang Beats durch die Stormbox und es ist alles easy, unkompliziert und Termine werden eingehalten und das finde ich ziemlich cool. Also wie gesagt, also ich bin da sehr dankbar und zufrieden. Professioneller auf jeden Fall. Man merkt auch, dass die Burschen schon einiges am Buckel haben. Also die machen nicht Musik erst seit gestern, sondern gerade Brank jetzt mit Gambo 2 haben der Meisterwerk ausgebracht, international bekannt, international angesehenes Producer. Genauso wie der Psycho schon irrsinnig viele Sachen ausgebracht, auch eben über die Grenzen hinaus. Fitmeller sowieso, viele Projekte in Italien unten und auch eben
mit dem Brand damals die Jobshop rausgebracht, ziemlich coole Sache. Und ja, also ich kann den Zuhörern nur empfehlen, sich alles zu kaufen, wo die Burschen beteiligt waren. Der Bernie macht ja deine Cards, ne? Ganz genau, also der nächste Pluspunkt in meiner Partie mehr oder weniger, dass ich da eigentlich einen DJ habe, der auch wirklich sehr zuverlässig, sehr professionell arbeitet. Also wie gesagt, dem schickst Tracks um und du kriegst ein paar Tage später deine Cards zurück. Und in 99,9% der Fälle sind ja perfekt und man braucht nicht irgendwas verbessern oder was auch immer. Also das trifft genau auf den Punkt, so wie ich mir das vorstelle. Wie ich früher gesagt habe, du bist ja schon lange dabei, rappst schon lange. Früher, ja. Also wird wahrscheinlich was wieder kommen, auch irgendwann vor Ausgleich. Ne? Aber wir werden uns jetzt einmal ein Video anschauen, vor Ausgleich. All for Love, ne? Oder? All for Love ist die ganze Nummer. Beat produziert von Psycho, Release 2009. Checkt es aus. Es war ein weiter Weg und wir haben viel dazugelernt. Heute sind wir schlauer und zeigen alte Schüler her. Mit Psycho an den Kasten verzaubern wir Bienen und bleiben am Ball, auch wenn wir bis heute nichts verdienen. Lass den Kopf nicht hängen, doch es ist schwierig. Wir arbeiten bis spät, nachts und es passiert nichts. Ich verliere mich im Gedanken, wenn ich Leute sehe, die schon vor 10 Jahren dabei waren und noch heute stehen. Die kein Image brauchen, weil sie Stil haben. Und den kann man nicht kaufen, nein, den erspielt man. Ich denke, es ist die Liebe zum Sound, die uns auch heute noch treibt, denn wir haben Ziele gebraucht. Wieso meinst du? Ich hoffe, er schaut zu. Das ist jetzt gut gereimt, das ist mal passiert. Das ist mal passiert, das ist passiert hin und wieder. Jetzt hören wir nicht einmal erklären, oder? Du sagst es. Das war jetzt passiert. Der wird schon fetter. Nein, wir sind schon alle easy drauf, das passt schon. Ich bin nur miert. Ja, eh. Aber er schaut. Ich schau aus, ne, gell? Was ist das Geschissenste heute war? Sag. Das warst du eh eigentlich, ne? Auf dem Weg daher. Auf dem Weg daher fällt mir ein, ich hab die Kamera und alles vergessen. Das Mikrofon, die Kamera, das Stativ. Wenn wir jetzt da Kamera hätten, war ja urgeil, dass ihr sich eigentlich, also das eh sehen könnt, wie der die filmt. Wir haben da einen Kran, wie ihr kennt es von den Videodrehs, die Kran, also so einen Kran haben wir da aufgebaut. Voll. Lichter, professionell. Voll. Background-Tänzerinnen. Background-Tänzerinnen, die uns die ganze Zeit zuwinken. Voll. Ohne dem geht's nicht, das war wichtiger als die Kamera. Dann eine Kamera haben wir sie noch ausgeburgt. Voll geil. Viertelstunde ist er gefahren, der die, eine Ruhe. Ja. Also so professionell sind wir. Also wenn alle Strick reißen, wir improvisieren können, oder? Das ist also, das Wichtigste. Also. Deswegen sagen wir, also. Möchtest du das Lad wegen einem Mikrofon? Vorbereitung schafft es jeder. Also. Ja. Wie hat der Raab vorher gesagt? Er zeigt seine Schlitten erst, wenn er tot ist im nächsten Leben. Das war so die Art, oder? So, keine Ahnung, der ist auch nicht bereit für die Sendungen, hat er gesagt. Ja, aber der ist sicher cooler drauf als wir. Das ist auf jeden Fall, weil der Peter Raab, Alter. Willkommen in Österreich, haben wir es halt draufschaut. Und deswegen ja. Das Peter Raab. Mhm. Die beste Wuchtel war ja, finde ich halt, sein Navi. Schickt dann immer am Friedhof und sagt dann, sie haben ihr Ziel erreicht. Ja, so weit sind wir aber jetzt. Also. Nein, hoffentlich nicht, Alter. Gut, kommen wir zurück zu deinem Album. Das Video haben wir uns jetzt angeschaut mit Mike. Voll. Ja, Ausgleichzeiten, wann haben das alles eigentlich begonnen bei euch? Naja, begonnen. Also, du hast mir jetzt erzählst mir ja, Alter Vater, du kennst das schon gar nicht, oder von früher, was auch stimmt, mit Kassettenrekorden und Tapes. Ja, gut, ich meine, das war noch lange vor der Ausgleichszeit. Also da ist der Kameramann eigentlich noch beteiligt gewesen. Agent Orange hat er sich damals genannt. Wirklich? der Agent aka. Ja, das war noch lange vor der Ausgleichszeit. Also es war in den 90er Jahren, da war es noch Anfang mit von 2000er und so. Also überhaupt wie ich zum Rappen angefangen habe, passt eh viel Manga und kein Equipment, keine Connections, kein gar nichts. Damals, weiß ich nicht, 95, 96 oder so. Und ja, da habe ich halt Hi-Fi angelegt, was der für die Kopfhörer rein, One Take auf Step Off, Beat auf dem CD-Deck-Playback spielen lassen. Und ja, aber das war nur Spaß, was der da, die ersten Texte geschrieben, das erste Mal angefangen mit dem. War aber lustig irgendwie und irgendwann hat es dann nochmal für den Mike gereicht. Zwar weiß nicht, ein verschiedener Mike von Libro oder so. Und ja, Ausgleich prinzipiell hat angefangen, so um 2005er Jahr herum. Hab Mike Pass auf verschiedenste Jams kennengelernt, die mir damals der David aka Mastino verschafft hat. Also
mit ihm bin ich damals eigentlich des Öfteren auftreten und wie gesagt, also in weiterer Folge dann einmal ein Feature gemacht mit dem Mike. Das ist auf dem Kanonenfoto Volume 1 Sampler von der Plattform Toyota damals rausgekommen. Und ja, die Zusammenarbeit war eigentlich so gemütlich, dass wir gesagt haben, da kann man eigentlich noch mehr draus machen und wir waren eigentlich vom Textlichen her auf einer Wellenlänge. Ich habe eigentlich schon bevor ich den Mike kennengelernt habe, bin in Psyche damals einmal angeschrieben und einmal was umgeschickt und der hat mich damals eigentlich schon eingeladen, dass ich mal eine Nummer mit ihm mache und das ist dann eigentlich ewig lang immer dumm gelegen. Ja, dann habe ich aber, nachdem ich eben mit Ausgleich das gestartet habe, in Psyche einmal kontaktiert und so ist im Prinzip dann das erste Album entstanden. Also nimm dir Zeit eigentlich fast komplett bis, glaube ich, Upbeat von Prank, sonst komplett vom Psyche produziert und alles. Und ja, hat super funktioniert, also wir waren auch sehr zufrieden damit und ja, coole Sache. Mike, wie gesagt, momentan eher weniger unterwegs, das hat aber, wie gesagt, das ist nicht negativ zu bewerten. Jeder muss halt seine Prioritäten setzen, wenn er mal anruft und sagt, erst über einen Text machst du mit, bin ich dabei, weißt, also da ist kein böses Blut oder so irgendwas und ja, finde ich cool, jeder muss seinen Weg gehen, weißt. Immer nur besser, als sie werden Junkies in der Kirche am Bahnhof, weißt du. Also. Ja, das war Vergangenheit. Reden wir über die Gegenwart, ne? Über die Zukunft. Mhm. Das Album morgen, nennen Sie gleich da, oder? Fix, fix. Dass man, ich meine, vielleicht weiß es auswendig, aber sehr empfehlenswert. Extrem empfehlenswert. Ja, 18 Tracks oben. Die Produzenten haben wir schon alle gesagt. Psycho Brand Miller. Ein paar Features sind oben, ein paar viele Features. Ja, also es hat sich eigentlich so ergeben von den Features her. Wie gesagt, also vor allem das Shirai MC und das MADD-Feature sind durch den Psycho entstanden. Also da war ja klar der treibende Punkt dahinter. Und, aber cool, also beide Tracks sind beim Psycho entstanden, meiner Session Beats durchgespielt. Die Burschen haben zum Texteschreiben angefangen. Und ja, eine coole Sache. Also wäre ohne Psycho bzw. ohne die Jungs sicher nie so zustande gekommen. Und die anderen Nummern, ja, also DMC ist mittlerweile auch ein guter Freund von mir. War schon ein paar Mal mit einem Städten bei ihm daheim und wir kennen uns eben auch noch aus zwei alter Zeiten. Wolfpack, guter alter Freund von mir. Kein Rapper, der normal rappt, aber mit dem habe ich vielleicht immer Musik gemacht. Das war irgendwie so ein Muster, das auf dem ersten Solo-Album um ist. Finde ich auch cool. Und ja, Flip for Dexter, sehr coole Sache, dass er dabei war. Pater sah ich auf dem Album um und ist ein sehr korrekter Typ, also so wie ich ihn kennengelernt habe. Auf jeden Fall einer von der alten Schule, der weiß, was sie gehört und nach wie vor coole Musik macht. Ja, Eriksen, habe ich nicht vergessen. Eriksen, sein Mixtape kommt am 31. Oktober, nicht vergessen. Teil und ja, das war es eigentlich. Aber wie gesagt, also ich finde es cool, die Features, wie gesagt, sind auch deshalb zustande gekommen, wahrscheinlich irgendwann erst das erste Solo-Album, ist, ich aber schon eigentlich länger Musik mache und sich dann natürlich Connections mit Leuten ergeben haben, beziehungsweise die Bedürfnisse mit Leuten Musik zu machen und das war schon ziemlich cool. Also viele Leute sollen dabei waren, so wie es dabei sein. Ich weiß, ich bin nicht einfach, doch eins kann ich versprechen. Ich bleib so wie ich bin, drum kann man mich nicht ersetzen. So ist es mit nem MC immer locker auf der Zunge. Also gewöhnlich anders posen und den dumm verschmutzten Lungen. Baby, baby, so ist es mit nem Rapper. Unberechenbar, wie das Londoner Wetter. Wir sind nicht einfach, und mit dem Kopf meist woanders. Das Leiden bei Standard, und wissen, was Spaß macht. Baby, baby. Wie schaut's aus eigentlich? Mit welchem Track hast du am meisten identifiziert? Ja, am meisten identifizieren. Morgen ist sicher ein Track, also der Titeltrack vom Album, mit dem ich mich sehr gut identifizieren kann. Also im Prinzip geht es darum, dass man nach der Scheiße, die man vielleicht als Jugendlicher gebaut hat, irgendwann einmal draufkommt, dass man doch an Konsequenzen denken sollte. Und das sind auf jeden Fall Gedanken, die mich die letzten Jahre oft beschäftigt haben. Und, ja, das ist auf jeden Fall ein Track, mit dem ich mich sehr gut identifizieren kann. Prinzipiell kann ich mich mit allen Tracks sehr gut identifizieren, weil es ist wirklich ein sehr persönliches Album. Es sind persönliche Stories dabei, es sind persönliche Erlebnisse und ja. Also von dem her ist es auf jeden Fall jedem nahezulegen. Es ist auf jeden Fall was für Leute, die gern Musik mit Substanz holen. Und ich würde sagen, wir holen uns jetzt einfach oder schauen uns jetzt einfach das nächste
Videos. Ja, schauen wir sie auch morgen, oder? Morgen. Du musst dich jetzt was ändern, ich bin zu alt geworden. Es geht nicht länger nur um heute, Alter, was ist morgen? Du kannst Spaß haben und dich ausleben. Und du darfst dann ja nicht aufgeben. Wenn du merkst, dass es nun ernst wird, musst nach vorne schauen und auf dein Herz hören. Ich bin viel zu lang vor mir selbst geflüchtet. Und ich weiß jetzt, ich bin leider sehr geflüchtet, wenn sich nichts tut. There comes a time in every man's life when he's gotta handle shit up on his own. Das war der Video. Morgen. Yeah. Guten Morgen. Nein, das war morgen. Nein, jetzt ist, wir haben schon guten Morgen. Es ist 0 Uhr 37. Ja. Siehst du, so hart hackeln Rapper, Alter. Was heißt Rapper, Alter? Und Interviewer. Ja, Alter, das möchte ich ja hoffen. Interviewer. Ja. Gut. Du hast mir mal, irgendwann geschrieben oder gesagt, du machst Rap für Erwachsene, nicht für Kinder. Dein Zielpublikum sind eher die Erwachsenen, die was ein bisschen mehr denken, was machen. Ja, schon. Also mir geht es halt auch darum, dass Musik an Reife gewinnen sollte und dass man halt eben, wie gesagt, wegkommt von dem Ganzen, mein Schwanz ist länger, ich fick mir Weiber, weil Weiber fickt mir und da reden wir nicht drüber. Denke immer noch etwas, was ich meine. Also, ja. Musik mit Inhalt, einfach für Leute, die im Denken vielleicht schon ein bisschen weiter sind als wie bis zur nächsten Party. Muss ja sagen, der Track Hip-Hop auf dem Album, da gibt es einen Track, der heißt Hip-Hop und der ist auch extrem Hip-Hop. Angefangen vom Beat, Killer über den Rap. Alles echt geil, taugt mir voll. Aber wir haben vorher geredet, wenn du immer auf Hip-Hop, wenn du Hip-Hop lebst, wenn du Hip-Hop huchst, wenn du Hip-Hop jeden Tag, das geht nicht, hast du gemeint. Ja, also ich denke mir halt, dass einfach ein Produkt dabei rauskommt, was einfach zu einseitig ist, denke ich mir halt. Weißt, also im Prinzip versteht man sich ja auch als Musiker und ich denke, wenn man jetzt nur Hip-Hop bucht, wenn man Hip-Hop macht, dann verleiht es der Musik vielleicht eine gewisse Eintönigkeit. Also von dem her ist es wichtig, meiner Meinung nach, dass man das Leben und die Musik genau in seinen Facetten genießt und erkennen lernt, weil ohne dem geht es nicht. Und darum dreht sich eigentlich auch der Track, was Hip-Hop für mich bedeutet. Also ich bin mit Hip-Hop aufgewachsen, ich liebe Hip-Hop. Ja, das lieben wir alle. Das ist so Musik. Das ist Musik. Aber jeder von uns hat nebenbei noch was, oder? Was huchst du nebenbei? Ich huch nebenbei gerne Drum and Bass zum Beispiel oder auch eben Punk zum Beispiel manche oder was auch immer. Also ich bin da echt nicht auf eine Schale fixiert. Weißt? Also wenn ich was höre und es taugt mir, dann taugt mir das. Und ich sage jetzt nicht vorher, okay, die Musikrichtung hole ich mir gleich gar nicht an. Ja gut, es gibt schon Sachen, was der so schlagt oder so. Also da kann ich plötzlich mal ausschließen, dass nichts dabei ist, wo es mir jetzt weiß oder wo ich jetzt dann anfangen muss, die Texte schreiben. Aber ansonsten sage ich mal, also gerade von aktuellen Musikrichtungen gibt es sehr viele coole Sachen, keine Frage. Und auch gerade in Österreich. Darum ist es so traurig, dass die Medien uns nicht unterstützen. Jetzt nicht nur die Rapper in Österreich, sondern eben auch für andere Independent Bands. Und das ist halt schade, was also teilweise hörst Sachen im Radio, wo du denkst, Alter, das kann echt nicht sein, was ich meine. Und andererseits hörst du Sachen im Internet von Leuten, die echt was drauf haben und die eigentlich nur im Radio gespielt werden sollten. Definitiv. Und wie gesagt, Hip-Hop. Ja. Ist eine Nummer, die euch auf jeden Fall mit viel Bass einzahlen sollte. Genau. Schauen wir uns gleich wieder ein Video an. Bin dabei, ja. Dann schauen wir uns an. Guten Morgen. Das ist ein Intro vom Album. Fix. Ist cool gemacht. Hat der Team gemacht? DVP Productions. Wie viele Nächte das waren und zählige Stunden haben wir in diesem Keller verbracht. Und deshalb hoffe ich, dass ihr diese Zeit noch morgen noch kennt. Ohne Bling Bling oder schlechten Pornos im Text. Dafür mit Gefühl und noch Herz, denn wir lieben den Scheiß. Was wäre das Leben wert, wenn uns keine Ziele mehr bleiben? Auch wenn's oft hart ist und es Seitenhiebe verteilt. Haben wir Glück gehabt und sollten mehr Zufriedenheit sein. Schaut ihr die Welt, schaut ihr die Welt unter Entwurf und den Hass. Die meisten Menschen leben im Dreck und wir haben Luxus im Knast. Ich bin nicht besser als ihr, auch nur ein Sklave des Westens.
ist, doch ich schau nicht weg und versuche Pfade zu wechseln, die mich noch weit bringen sollen und lernen, das alles zu schätzen. Denn verliert man den Respekt, kann einem gar nichts mehr helfen. Das hier ist alles für euch, also bedient euch jetzt. Schließt die Augen auf und genießt die Rest. So dann, liebe Divinus TV Zuseher, ihr seid die allerbesten, eh klar. Und ja, das Interview ist jetzt vorbei. Wir haben sich das letzte Video angeschaut. Hast du noch ein paar Sachen zum Loswerden? Willst du den Leuten was berichten noch? Ja, sie sollten auf jeden Fall dranbleiben. Also definitiv unseren YouTube-Channel abonnieren. youtube.com/stiege44, immer wieder neue Videos. Aktuellste, letzte, guten Morgen, was wir da gesehen haben. Es folgen weitere Videos vom Album mit, oder in naher Zukunft, sagen wir es einmal so. Und, tief, ja, das in den Arsch treten. Ganz genau, also einfach abonnieren, dranbleiben, es kommt immer wieder was Frisches. Ebenfalls immer wieder auf meinem Facebook-Profil schauen, www.facebook.com/illumusic. Alle Infos, wo man das Album kaufen kann, wo die nächsten Live-Gigs sind, wie man mich buchen kann, findet ihr dort. Ja, stay tuned, würde ich sagen. Ja, schaut euch wieder ein. Nächste Woche Sonntag, jeden Sonntag Interviews, 16 Bars, News-Sendung, Berichte, Reporte über Jams. Vergesst nicht uns auf Facebook zum Suchen, zum Liken. Und ja, das war's von uns. Danke fürs Interview, dass ihr da habt seid dürfen. Ja. In den Kirchen ist das nicht so. Ja, in den Kirchen, was der. Das ist doch mein weißt du? Apropos. Letztens haben sie erst einen Eukler mit der Gefährt auf der 17er, der fällt vom Puff angegangen ist. Wirklich? Welches Puff? Die Eros-Bad oder? Nein, das kriegen wir wieder auf der 17er, wie so wie von der grünen Tonne, da riecht so gut. Da so. Weißt du nicht, ob es die Weiber sind oder die Müller fuhr. Okay. Erst, was ist? Müssen CDs hergeben? Ja, voll. Wir werden zwei CDs verlosen. Aber die Frage, was wir sich vorher überlegt haben, haben wir jetzt dann irgendwie. Und was tun wir denn da am besten? Gut. Das ist der Illusion. Das ist morgen. Und was war. Also morgen. Und was ist davor? Das heißt, was war. Und morgen sehen wir sie dort. Und waren wir dort. Was war, wie ihr nur nüchtern wart. Genau. Da gibt es sogar einen Track. Das Festel. Ja. Wurscht. Auf jeden Fall, die ersten zwei, was halt unter dem Posten. Kriegen das Album zugeschickt. Sorry wegen der Verspätung in die vermummten Alben, weil ja, die haben noch signieren müssen, aber die werden jetzt demnächst weggeschickt. Und ja. Ja, das war's. Danke. Kauft euch das Album. Kauft euch das Album. Sehr, sehr empfehlenswert. Auch von sie, mir. Teilt die Links, postet es, penetriert eigene Familie, eigene Freunde damit. Peace out. Viert euch.